Dudley Du, das ist auch der Zürichsee. Wir reden jetzt mit 30erin Tanja Dankner. Man kennt sie auch als Basler Waldzürcherin Tanja Dankner. Eigentlich kennt man sie ja zusammen mit ihrem Bruder, dem Phil. Der war ja auch schon bei mir im Studio gewesen. Jetzt, nach all diesen Jahren Musik machen, sagt sie, ich mache jetzt etwas solo. Hoi. Guten Morgen. Hoi, guten Morgen. Du willst jetzt mal anstoßen mit dem Kaffee? Unbedingt. Vielleicht hört man das gut. Ja. Yes. Zum Wohl. Du bist ja so ein bisschen Kaffeetante, gell? Ja, also ich muss sagen, am Morgen brauche ich so eins, zwei. Also ich kann es erstens schaurig gerne. Ich würde mehr trinken, wenn ich nicht würde, irgendwie noch den Deckel kleben von Nervosität. Ich kann sehr gerne Kaffee. Wieso Nervosität? Jetzt wegen dem Interview? Ja. Nein, natürlich wegen dem Koffein. Ah, das gibt dann so Entzugserscheinungen? Mhm. Okay. Ja, ich habe gelesen, in deinem Büchlein 5000 Latte Macchiato hast du Kaffee für die CD. Ja, genau. Mit all meinen Freundinnen und Freunden, die mich unterstützt haben, moralisch und seelisch. Das ist also für dich Latte Macchiato. Und für dich ist wahrscheinlich das Paradies und der Starbucks, oder? Nein, ich muss dem Fall ehrlich sagen, der Starbucks hat nicht so einen wahnsinnigen, feinen Kaffee, den man jetzt jeden Tag müsste. Ich finde Starbucks total cool, wenn ich im Ausland bin. Aber wir haben in der Schweiz also schon wunderbare, schöne Kaffees, die da irgendwie sind. Und die sind wirklich fein. Ich bin aber auch gerne im Starbucks zwischendurch. Aber du hast dich auch durch alle Radiostationen eigentlich durchgetrunken von der Schweiz. Wo gibt es in welcher Radiostation gibt's den besten Kaffee? Habe ich das? Nicht. Ja, also im Moment, Ich habe sicher über einen Kaffee bekommen. Im Moment, wenn man so geht, weißt, ich bin jemand, der ja im Jetzt lebt. Und ich finde jetzt gerade den Kaffee hier im Radio Zürich sehr, sehr fein. Das musst du jetzt fast sagen, am Anfang vom Interview. Nein, ich finde ihn gerade fein, es geht gerade gut, super. Gut, dann nehme ich gerade noch einen Schluck. Mach das. Du bist eigentlich immer noch mit 30erin, gell? Immer noch mit 30erin, das gilt immer noch. Warum kommt man eigentlich auf Zürich als Baslerin? Ich bin vor 12 Jahren schon auf Zürich gekommen. Ich habe sehr viel gearbeitet in Zürich. Meine Jobs, Studienarbeiten. Basel ist schön, ist sehr hübsch, aber ich habe einfach wenig Arbeit in Basel. Ich bin dann auf Zürich gekommen. Dann jetzt einen See. Was ich wirklich brauche, muss ich wirklich zugeben. Nachdem ich dann irgendwie, wenn ich im Rhein geschwommen bin, fest haben müssen mich abseifen nach dem Chemieunfall, bin ich gerne auf Zürich gekommen. Die Liebe habe ich durch auf Zürich. Und warum haben wir so lange warten? Wie lange müssen wir warten, bis die Solo-CD rauskommt? 17 Jahre, oder? Ja, ich habe vor 17 Jahren angefangen, voll professionell davon zu leben. Und jetzt genau die Zeit braucht für das Album. Wow. Vor 17 Jahren, ich glaube, mit Radio angefangen oder so. Okay, sind wir fast gleichzeitig gestartet. Aber du hast es jetzt geschafft. Was heisst das? Du hast deine eigene Zeit aus. Ist das jetzt der Anfang von ganz vielen CDs oder ist das einfach mal so ein Versuch? Nein, also es ist lustigerweise, wenn ich habe ja abgeschlossen, die Songs sind jetzt im Kasten, das Baby ist jetzt, kann man anlangen, die CD ist da, jetzt gehen wir spielen und jetzt habe ich echt bereits die nächsten Songs im Kopf und möchte ich nächsten Sommer schon wieder aufnehmen für 2012, aber ich konzentriere mich natürlich jetzt mal auf das Album, ich freue mich riesig spielen und touren mit der Band. Es ist ja ein Klangwunderwerk, also kein Song, der nicht schlecht ist auf dieser CD. Leck, Geri, gibst mir nachher die 100 Stutz zurück, die du unter dem Tisch geschoben hast. Das ist doch cool, danke. Ja, nein, also man kann es wirklich, also ich habe es nicht alle, ich habe es so durchgelassen und dann dachte, ja, ist alles sehr, sehr wunderbar. Also man kann es, also es ist gerade meine Lieblings-CD zur Zeit, man kann es wirklich gut am Radio spielen. Und mein Lieblingstrack ist der Track Nummer 4, der Indian Story. Was geht es da genau? Erklär mir mal, was du Es geht um ein indisches Mädchen. Ich habe eine ganz gute Freundin, die alle Jahre auf Indien geht, also ein Schulprojekt leitet, ja. Ein Waisenkind. Ja. Und kommt immer wieder mit Fotos und Filmen zurück und hat mir ein Film gezeigt, letztes Jahr, von einem Mädchen, wo ein Waisenkind, das auf einem Trampolin kommt, in so Fetzenkleidchen, also wirklich eigentlich klassisch, und rief immer wieder ihren Namen, Nadia, Nadia, und kommt. Und es hat mich so beeindruckt, wie ein Kind, das so lachen kann, mit so leuchtenden Augen, das nichts hat, kein Geld, keine Eltern, kein gar nichts, und so lacht. Es hat mich so inspiriert, dass ich den Song eigentlich dem Mädchen gewidmet habe, wo in ihren Träumen am Abend, wenn sie auf ihrem Bett ohne Decke liegt, ein Schloss baut für alle ihre Freunde und sie beschützt als Fee. So entstehen die Songs. Genau. Du bist ja Mami, zwei Kinder, Naira, ja. Und Ayel. Genau. Das habe ich richtig gesagt. Hast du super gesagt. 6 und 3 jetzt ungefähr, oder? Ganz genau. Wow. Wie geht's denn? Denen geht's super. Die haben jetzt riesig Freude. Die haben mich auch mitentschieden, dass Somewhere die erste Single wird. Die haben bei jedem Song, den ich vom Studio heimkomme, in den letzten anderthalb Jahren, haben sie gehört. Gewisse haben sie gefunden, Mami, gefällt mir nicht. Und bei anderen sagt, oh ja, und haben gerade mitgesungen. Und denen geht's gut. Es ist lässig mit ihnen. Es ist aber auch unglaublich streng. Sehr streng. Oder also, singst du auch deine eigenen Songs am Abend dann vor? Oder gibt es immer noch gute Nachtliedli? Ich höre das Glöckli. Das Lied, das Glöckli. Nein, es ist unterschiedlich.
Die Große findet das Singen im Bett nicht immer so leise wie früher und findet, Mami, kannst du mal ruhig sein, mir eine Geschichte erzählen. Ja. Das ist sehr ehrlich und auch richtig so. Und der Kleine, der hat natürlich noch gerne, wenn man singt, aber da gibt es auch noch schöne Kinderlieder. Eine abgeänderte Version von mir. Und du bist eigentlich ein Freak, im Prinzip. Also du tust Skypen, du tust Twitteren, du tust Facebooken. Das machst du jetzt alles nur wegen dieser neuen CD, dann hörst du mit dem wieder auf. Wer das ein bisschen mitverfolgt hat, hat das doch schon vorher gemerkt. Ich habe das immer schon gemacht. Ich habe mal einen Podcast gemacht in der Schweiz. Ich war eine der Ersten, die einen Podcast gemacht hat. Sendungen online. Und ich habe einen Partner, der ein totaler Freak ist. Er hat mich voll in den Bann reingezogen. Und jetzt bin ich auch voll drin. Und finde es irrsinnig. Also ich bin auch ein Verfolger von sehr vielen und finde es extrem spannend. Und bin froh, dass man die Möglichkeit heutzutage hat, ob das Album ist oder etwas anderes. Twitter ist so ein Kurznachrichtendienst. Du verfolgst mich jetzt, glaube ich, auch, nachdem ich dich genötigt habe, dass du mich musst verfolgen. Genau. Und sobald das Intro fertig ist, ist es wahrscheinlich fertig mit Verfolgen. Aber fertig, dann ich dich auch wieder löschen. Das ist kein Problem. Du hast mit dem Rochefort hast du auch das Duett aufgenommen. Der Rochefort, grosser Musiker, mit der auch wahnsinnigen Stimme. Du hast mit ihm via Skype Musik gemacht. Wie funktioniert denn das? Das ist schon wieder Online-Portal. Ja. Ich habe ihn kontaktiert. Wir haben mal live eine Tour gemacht in der Schweiz mit der Sea Music Session und haben ihn gefragt, ob er irgendwann mal Lust hat, wieder etwas zu machen. Dann hat er gesagt, los, wenn du mal ein Duett willst für ein Album, dann rufen wir noch an. Das habe ich sofort gemacht. Haben wir angerufen und dann haben wir gesagt, lass uns doch in die Woche drauf skypen, die Songs einander vorspielen. Und dann haben wir wirklich einander unsere Songs vorgespielt. Er sein Album, ich mein Album und der Best Friend, den Song, den habe ich schon geschrieben gehabt. Irgendwie immer mit ihm im Ohr, hat mich an ihn erinnert. Möglicherweise auch inspiriert von seinem Sound, weil ich immer sehr Rochefort-Fan war. Und er hat dann sofort gesagt, ja, yeah, der ist es, das ist cool, der passt zu uns. Und dann hat er Gitarre gefunden und angefangen zu spielen. Und wir haben angefangen, unsere Verses austauschen gegenseitig. Und dann, ja, am 4. Morgen hat er dann gesagt, lass, ich komme gerne in die Schweiz mit dir aufnehmen. Und das funktioniert so? Also zuerst mal wie ein Skype mal ein bisschen Annäherungsversuch gemacht? Ja, unbedingt. Und dann ist er in die Schweiz gekommen? Er ist dann ins Studio zum Cyril Kammerzind und wir haben das zusammen dann auch aufgenommen. Das braucht es schon. Also ich finde, wenn man jetzt nicht gerade die Distanz von Australien, Schweiz, London ist eine Stunde zum Fliegen. Es ist leise, wenn man mit jemandem im Studio reinstehen kann, die Vibes austauschen und die Energien austauschen. Und ich finde, es macht schon viel aus. Und es ist auch gut rausgekommen. Ich habe riesig Freude am Song. Wie wichtig ist denn das Booklet von dieser CD? Ist mir wichtig, ich kann es authentisch wählen mit dem Sound. Ich finde, jetzt mit 35 möchte ich eigentlich nicht mehr so verstellt haben. Früher hat man vielleicht eher noch sich einmal verkleidet oder Lady Gaga ist ein sehr cooles Beispiel. Aber für mich ist das Ganze sehr authentisch und echt. Und das Cover ist wirklich auf alten Platten zwischen Soul und ein paar Beatles, Eric Clapton. Du machst die Platten kaputt? Nein, die mache ich nicht kaputt. Die sind bei mir, die haben auf einem weichen Teppich gelegen. Sind das deine Platten? Sie sind vom verstorbenen Bruder von meinem Mann, der DJ war. Und das ist auch eine wichtige Bedeutung. Dem habe ich auch einen Song gewidmet. Grosse Klassiker, also, wo du da drauf liest. Es ist so ein verträumt, oder? Sehr, ja. Also ich glaube, es ist auch das. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne in die Songs hineingeht und einmal Augen zumacht und mir auch Zeit gelassen, jetzt in dem Studio die Songs zu schreiben. Es sind für mich nahe Songs, sind aber auch leichte. Es ist nicht immer nur ganz so ernst. Aber es ist aus meinem Leben, es ist wirklich mein Leben, 12 Songs, ein Stück vom Leben, das ich teile. Und darum ist es auch so rausgekommen. Also du erzählst ganz persönliche Sachen in dem Sinne auf dieser Zeit? Sehr, ja. Aber wie ist es so, wenn man sich so entkleidet tut? Sehr schön. Ich finde es unglaublich. Ich finde, wenn man das mit Musik kann machen, also anstatt auf einem Therapiestuhl zu sitzen, sondern das mit Musik kann machen und das Ventile hat, finde ich das extrem schön. Und schön ist auch das Feedback zu bekommen. Das ist für mich auch das Größte. Ich glaube, sonst würde ich keine Musik machen. Irgendwo ist das Ventil rum oder die Muse und das ist mein Weg, wie ich das mitteile. Da kommt zuerst der Text und dann die Musik? Immer verschieden. Wir sind wirklich im Studio gesessen. Der eine Song, zum Beispiel gerade Somewhere, ist der erste Song, den wir geschrieben haben. Und da hat der Cyril Gitarre gehabt, angefangen zu spielen. Also es liegt und dann ist wirklich für mich im Kopf wie Somewhere, na 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 na. Dann kommt das. Und dann ist es schon da. Und dann ist es schon da, dann geht es weiter. Und dann bin ich so, warte schnell, hinsitzen, Text schreiben. Oder ich komme mit einem Text, der mir am Morgen um 3 Uhr in Sinn gekommen ist oder auf einer Reise. Und sage, hey, ich habe eine Idee, es beschäftigt mich, ein Thema. Oder ich habe eine Melodie und er begleitet dazu. Und das ist auch schön, es ist nicht jeder Song genau gleich entstanden. 17 Monate hast du gehabt, bis die CD fertig ist. Ja, lange Zeit.
Es hat dann noch kleine Krisen dazwischen gegeben. Haben alle noch Schweinegrippe bekommen. Genau. Das ist ja nicht so lustig gewesen, gell? Das hat dich ein zurückgeschlagen. Merkt man es auch auf die Zähne, dass da noch irgendwie so etwas... Ja, irgendwann kommt immer so eine Säule, welche ist wahr? Jetzt kommt es wenigstens nicht mehr rüber. Jetzt nehme ich gerade einen Schluck Kaffee, sonst kommt noch Schweinegrippe. Gerade im Mund dagegen. Nein, die Schweinegrippe war absolut easy gewesen. Es ist ja, wir haben ja gewusst,